Jo, gut. Da wollte ich gerade. Moni, hilf mir. Lass mich raten, die bleibt nur bei ihrem Raumschiff stehen. Ach, Moon, Mädchen. So, wo ist denn der nächste? Es greifen Monster an. Das erste, was sie macht, abhauen. Ach, Moon, bitte. Ich hatte so viel von dir gehalten. Warte mal, nicht so ganz einfach. Jawohl. So, ist der Käse auch gegessen. Wunderbar. Dann will ich jetzt erstmal in die Mine gehen, bevor jetzt wieder irgendwas und irgendjemand angreift. Ah, schön. Ich finde es cool, dass man am Feuer sich heilt. Das hat was. So, die Vögel können natürlich jetzt hier erstmal leben bleiben. Also ja, ich sollte erstmal eine Fackel mitnehmen. Dann kann ich wieder eine Mine rumgraben. Ich hatte es mal gehabt, dass ich durch einen Bug hier irgendwie durchgeglitscht bin und dann konnte ich irgendwie ohne Ende durch die Mine laufen. Einfach in einem schwarzen Dingsbums. Hier in dem schwarzen konnte ich halt rumlaufen. Das war voll lustig. Ah, das war lustig. So, okay, Wagen ist voll. Alles klar. Ich habe jetzt wieder ganz viel Zeug bekommen. Jetzt muss ich warten, bis der Goliath wiederkommt und den ganzen Kram wieder für mich Dingsbums. Für mich leert den Waggon. So. Nee. So, die Melone brauchen noch 8 Minuten. Da wächst noch ein Giftpilz dran. Das passt aber. Achso, ich brauche ja Dingsbums 10 Stück von denen. Nein! Na gut. Sollte ich das vielleicht abfarmen? Ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, ne? Sag ich ganz ehrlich, mit dem Farm. Ich habe mir das Schlimme in Erinnerung gehabt. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich da einfach nur ein bisschen irre. Werkstatt, Stroh. Wie viel Stroh habe ich dann? Ja, mache ich 6-mal Stroh, dann sind die Schafe glücklich. Ich hatte nämlich am Anfang, als ich zum ersten Mal Schafe hatte, wusste nicht, was abging. Und da sind die halt ständig frei rumgelaufen. Bis ich dann gemerkt habe, dass du die füttern musst. Komet? Der Meteorit hat Samen aus einem anderen Teil des Universums mitgebracht. Ja! Jetzt wird es nämlich interessant. Der hat nämlich davon was mitgebracht. Das müssen wir einpflanzen. Dann geht es nämlich auch mit der Story weiter. Genau. Aha, Bomben. Yuki, die Patrouille sucht nach dir. Du musst aufhören zu stehlen. Miau, ich kann es nicht lassen. Es liegt in meiner Natur. Und du musst den Drang überwältigen, sonst bekommst du Ärger. Okay, ich tue es nie wieder. Wirklich? Miau. Miau. Na gut. Arco, der Anhänger ist zerbrochen. Der Kristall ist zu Sternstaub zerfallen. Oh, das tut mir leid. Das habe ich vergessen. Der Kristall kann den Planeten nicht verlassen. Nur ich kann ihn mitnehmen. Ich schenke dir ein paar Süßigkeiten, um es wieder gut zu machen. Ja, Kuchen, Süßigkeiten. Mmh. Ich mache dir einen unglaublich leckeren Wackelpudding. Bram hat mir das Rezept beigebracht. Baum findet, das klingt gut. Alles klar. Wackelpudding für die kleine Yuki. So, dafür brauche ich Limatsch, Insektenflügel und einen Heiltrank.
da Insektenflüge so selten sind, gucke ich mal, ob ich den von Bram kaufen kann. Wackelpudding! Er ist klebrig lecker. Njam, 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 njam. Bom, du hast alles gegessen. Gut. So, ich habe im Moment keine Aufträge. Kann ich dir irgendwas andrehen? Ich bin nämlich jetzt wieder ein bisschen knapp bei Kasse. Suppe! Seebarsch! Jo, Hähnchen! Nein! Warte mal. Von denen kann ich ein paar verkaufen. So, dann bin ich wieder ein bisschen flüssig. Ja, die Sterne, die Kristallanhänger, die zerfallen zu Sternstaub, wenn die den Planeten verlassen. Oder aber, wenn der Arco die mitnimmt. Oje. Was geht denn hier? Zauberer, ich habe nach dir gesucht. Brr, wo versteckst du dich? Oh, schon wieder dieser Quido. Wo ist meine letzte Öllieferung? 3 Flaschen, wie vereinbart. Bram, ein Magier kann seine Zeit nicht damit verschwenden, Sonnenblumenöl herzustellen. Zaubertränke sind viel wichtiger. Zaubertränke machen aber nicht satt. Schau, er ist ein sehr fähiger Junge. Sicherlich kannst du ab jetzt Öl bei ihm bestellen. Hier, bitteschön, Akku, das Rezept für Öl. Tu mir einen Gefallen und kümmere dich von nun an um diesen nervigen Koch. Ah, danke, das ist kein Problem für mich. Ja, wissen wir Bescheid. Der Zauberer will 3-mal Öl haben. Habe ich denn überhaupt noch genug, um Öl zu machen? Oder müssen da die Melonen erst reif werden? Ich meine, nämlich, ich habe nämlich nur noch 4 Sonnenblumen. Nee, da muss ich erstmal passen. Gut, ich kann aber die Melonen gießen. Naja, 3 Minuten. Das wird schon irgendwie hinhauen. Habe ich den Timer gestellt? Ja, habe ich. Okay. Die Musik ist toll. Die ist schön. Merkt ihr die ganze Zeit, dass ich immer so ein bisschen mitsummen muss? Ja, stimmt, das kann ich später erst machen, wenn der Bram weg ist. So. Sonnenblume. Da mache ich jetzt noch mal einiges. So, hier noch mal. Hoffentlich regnet es bald, aber bitte ohne Blitze. So, wunderbar. Ich kann noch einmal gießen. Ja, ist egal, das kriegen wir schon hin. So, das wollte ich hier ausbessern. Da brauche ich Silber. Metall kriege ich hier automatisch. Kann ich Silberbarren herstellen? Nein. Gut, das bedeutet, kurz was essen und dann außerhalb der Mine noch mal ein bisschen rumeiern. Ja, Metall ist schon mal ganz gut. Noch mal Metall, wunderbar. Noch mal Metall. Normaler Stein. Normaler Stein. Jo, ich muss jetzt eigentlich nur noch warten. Ja, Fledermäuse müssen mich angreifen. Dann brauche ich Löwenzahn. Das kriegen wir jetzt bald. Das muss ich schieben. Genau. Jetzt kriegen wir Besuch von der... Jetzt kriegen wir einen Besuch. Die Blüten haben ein riesiges Monster angelockt. Ich werde Dalen vor dieser Kreatur beschützen. Moment. Der Butag ist kein Monster. Es ist eine friedliche Spezies. Wer bist du? Ich bin Lilly. Von den Blumennymphen. Eine Tochter von Mutter Natur. Ich bin Arco, Prinz. Der erste Bewohner von Dayland. Und Prinz. Woher weißt du das? Ich kann es in dir sehen. In deinen Augen. Du bist nicht der erste Prinz, dem ich begegnet bin. Gibt es denn noch andere wie mich?
Es gab sie früher einmal. Ich bin wegen der Blüten gekommen, die auf diesem Planeten wachsen. Mein großer Butak kann, obwohl er blind ist, ihr Aroma aus großer Entfernung riechen. Kommst du von einem anderen Planeten? Nein, ich habe keinen Planeten mehr. Ich reise von Stern zu Stern in jedes Land, das die Nymphen ruft. Sekunde. So, jetzt weiß ich, ob ich den Part nennen soll. Wir dienen Planeten, die in Gefahr sind. Besonders, wenn es sich um so kleine Planeten wie diesen handelt. Es ist noch lange hin, aber der Tag wird kommen, an dem du dem Bösen gegenüberstehst, das das Herz von Daylan stehlen will. Wirst du mir helfen? Ich gebe dir einige meiner Nymphenkräfte, damit das Herz Daylans stark wird. Wir beginnen damit, eine neue Art Baum zu pflanzen. Nimm den Kirschbaumsamen und pflanze 5 Bäume dieser Art. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, bei der können wir natürlich jetzt auch schöne Sachen kaufen. Warte mal, was brauche ich denn? Löwenzahn. Nein, noch nicht. So, wir müssen 5 von diesen Dingern sammeln, aber aktuell will ich es halt so machen, dass ich hier 3 von denen hier pflanze. Hier so dran. Obwohl, die könnte ich eigentlich hier so einen dahin. Wunderbar. Den anderen kann ich hier hinstellen. Die anderen 3 setze ich hier einfach mal irgendwo hin. Die können ja dann wieder abgeerntet werden. Weil mehr als 2 brauchst du nicht. Ja, super. Total lieb, die Kleine. Schaffen wir es noch? Bevor sie abhaut? Nein, schaffen wir nicht. Aber wir können sie eh manuell rufen. Von daher passt das schon. Hier, gibt was zu essen. So, holen wir uns jetzt noch ein Eichchen. Komm hier. Du wirst jetzt voll gespachtelt bis zum geht nicht mehr. Ich muss danach nochmal eine Pause machen. Oh, du hast schon genascht. Aha. Runterfallende Eicheln füttern. So, so ist das. Mann, 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 Hannelore, was machst du denn da? Wenn du dich überfrisst, platzt du und dann lässt du nur noch ein Hühnerei liegen. So, ja, Fledermausflügel, Löwenzahn, Öl. Warte mal, Pflanze muss doch irgendwie mit der Hacke, vielleicht mit der Axt. Ja. Da ist eine fleischfressende Pflanze, geh da weg. Hühnchen. Oh, Wolf. Du Lümmel. So, wo ist hier noch ein Feind? Da. Wunderbar. Was lässt die fallen? Die lassen jetzt Blumensamen fallen. Ist an sich auch ganz cool. So. Ist aber schnell da. Jo. Eine Blumennymphe, die Moon, die Yuki. Kirschbäume stehen für Unschuld und die Einfachheit der Natur. Ihr Wachstum zu beobachten wird Frieden in dein Herz bringen. Ich bringe dir bei, wie man wertvollen Saft presst. Die Früchte der Bäume haben wichtige Eigenschaften, die dir helfen, deine Energie wieder zu gewinnen. Hier ist eine Liste mit Zutaten. Sammel sie und bring mir den Fruchtsaft. Okay, super. Will ich irgendwas von der kaufen?
Ja, was kann ich ihr verkaufen? Holz will sie haben. Aber eigentlich brauche ich das nicht. So, okay, Küche. Nee, Labor. Ankbeere und Kirschen. Wo kriege ich denn die Ankbeere her? Ich weiß, wo ich die Ankbeere herkriege, von den Angst. So, was brauchen wir denn? Komm, machen wir noch ein bisschen Kraft. Hä? Goliath. Supi. Die ist jetzt noch da. Kann ich eigentlich hier die Moon rufen? Nee. Weil manchmal kommen die nämlich beide zeitgleich an und dann gibt es nämlich auch noch mal was zum Kennenlernen. So, ich muss wieder in die Mine. Da gibt es wieder Kristalle. Ja, geldmäßig komme ich eigentlich ganz gut klar. Unser Planet nimmt auch schon Form an. Guck mal, jetzt haben wir drei verschiedene Bäume, die hier wachsen. Also Baumgattungen. Das ist doch schon mal schön. Wunderbar. Was sagt denn der Timer? 17 Minuten. Ja, das passt schon. Ihr merkt, dass ich gerade ein bisschen auf den Timer gucke. Ich habe jetzt schon wieder 4 Stunden... Nee, 4 nicht. Das wäre gelogen. So zwischen 2 und 3 Stunden bin ich jetzt wieder am Aufnehmen am Stück. Von daher würde ich gerne nochmal... wie heißt es? Nochmal ein Päuschen machen. Ich glaube, Farben muss ich jetzt... Brauche ich jetzt auch nicht mehr rausschneiden, weil aktuell gefühlt ist es wenig, was ich machen muss. So, Kristall können wir immer abernten. Wunderbar. Da ist es doch schon schön. Nur hier können wir noch nicht weitermachen. Aber na gut. So. Die Kirschen wachsen. Das ist doch schön. Kirschen, Beeren, Fischen. Ein richtig schönes Leben hier, wenn man nicht permanent angegriffen werden würde von irgendwelchen Monstern. Aber das kriegen wir auch schon hin. So, warte mal, das wollte ich ja noch ausbessern. Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Aber das passt schon so. Okay, Öl. Die brauchen noch 5 Minuten. Hat schon lange nicht mehr geregnet. Ist ein bisschen komisch. Warte mal. Kann ich vielleicht zum Moon? Boah, es wird langsam echt schwierig, einen Landeplatz für die Dame zu finden. So, der kleine See auf Dayland wirkt sehr ruhig und Angeln entspannt mich. Mir ist eingefallen, dass du einen Stau bauen könntest, dann könnten wir beide angeln. Ich helfe dir, schau, so würde das in etwa aussehen. Du hast einen Steg gefunden, super. Da kannst du aber sicher sein, wenn die Moon vor allem da ist und du dann halt angeln willst, dann kommt die nämlich auch vorbei, das ist voll lustig. Dann angeln die beiden Freunde. Bauen. Oh, ich brauche noch Seil. Habe ich da genug? Seil. Dafür brauche ich 3 Faden. Ja, ich habe genug Baumwolle. Dann Baumwolle. Seil. Ich glaube, ich muss doch nochmal Holz abgrasen. So, dann bauen wir mal einen Steg. Und jetzt kann ich angeln. Und jetzt steht die Moon auch hinter mir. Guck mal, Moon, ich habe einen großen Fisch gefangen. Extra nur für dich. Hey. Gut gemacht, Akko. Yay! Der Steg ermöglicht die Fische in den Tiefen des Sees zu erreichen. Gehen wir angeln, Moon. Yay! Super. Aber ich bin eher an deinem Raumschiff interessiert. Akko, der fängt langsam an, die Frauen aufs zu reduzieren. Aufs Wesentliche.
So. Jetzt brauchst du nur noch einen besseren Hammer. Soll ich dir das Geheimnis eines echten Ankhammers beibringen? Oh ja. Okay, aber ich möchte im Gegenzug um einen Gefallen bitten. Der Winter ist sehr hart im Norden. Ich fürchte, dass eine gewisse Angst sehr frieren wird. Bring dir 15 Holzstümpfe. Wenn du zurückkommst, zeige ich dir, wie man den Hammer herstellt. Aber sag hier nicht, dass sie von mir sind. Ja, die haben sich, glaube ich, gestritten und wollen aber nicht irgendwie zugeben, dass sie sich doch mögen. Ja, ich krieg auf die Fresse und die Moon schießt einfach feuchtfröhlich drauf los, oder was? Na gut. So, was mir auf dem Weg ist, wird abgeschlachtet. Dann sollte das aber auch passen. 15 Holzstümpfe sollten kein Problem sein. Dir fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Hallo Hut! Wir haben dir zusätzliches Brennholz mitgebracht. Oh, vielen Dank. Wie lieb, dass ihr an mich gedacht habt. Ich hatte fast keins mehr. Um ehrlich zu sein, Umi hat uns geschickt. Er würde es aber nie zugeben. Umi? So, kann ich was bei dir kaufen? Kann ich hier was verkaufen? Eier! Die wollen alle Eier haben. Okay, kriegst du. Wenn du meine Eier haben willst, kannst du die gerne... Nee, warte, Moment, das hört sich falsch an. Wenn du meine Hühnereier haben möchtest, kann ich dir meine Hühnereier verkaufen. Da musste ich ein bisschen grinsen, kurz lachen, aber nicht wirklich zurückhalten. So, dann machen wir das da. Wir haben Hut das Feuerholz gebracht. Sie war sehr dankbar. Ich hoffe, sie ahnt nicht, dass ich dich darum gebeten habe. Sie, naja, ist auch egal. Der Angstschmiedehammer. Pass auf, Akku, das ist das Geheimnis. Super, ich kann jetzt einen Level 3 Hammer bauen. Da muss ich nur noch einmal draufhauen, um was abzuernten. Das macht alles wesentlich einfacher. Wunderbar, mach's gut, Moon. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt kannst du dich verpissen, du olle Schrapnelle. Nee, Quatsch. So, Vogel. Hier, noch was zu essen. Ihr wisst ja, dass wir die Moon gern haben. Was war denn das? Du bist gerade erst abgehauen. Die hat uns gehört. Die hat gehört, dass wir sie Schrapnelle genannt haben und jetzt gibt's Ärger. Jetzt guckt sie, dass wir ja artig sind. Entschuldige, Moon, bitte. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht olle Hexe nennen. Oder olle Schrapnelle. Oder olle Zippe. Ich hab's nur für extra gemacht. Ja, ein bisschen Spaß muss schon sein. Wunderbar. Noch ein paar Kirsche dabei gehabt. Super. So. Ja, ist ja gut. Ha! War schnell also. Nee, komm, hier hast du was. Ne? Na, noch Hunger? Noch Hunger? Noch Hunger? Noch Hunger? Plopp. Willst du auch was essen? Bitteschön. Das ist das Hühnchen Liesel. Das verfüttert mir jetzt. Das überfüttert mir jetzt. Die werden aber schon ganz schön groß. Das muss man denen schon lassen. Gut, die Nutzpflanzen sind auch fast fertig. Das ist doch super. Kann ich hier nochmal ein paar Beeren ernten? Ein paar Beeren ist nicht zu verwehren. Hier gibt es wieder einen Fisch, den kann ich angeln. Nein, falscher Knopf gedrückt. Oh, warum habe ich X gedrückt, ich Idiot? Da, hier, komm, nimm das da. Wunderbar. So, Sonnenblumen, okay, dann kann ich das Öl für den Brahm fertigstellen. Puh, so, und die Schafe kann ich auch nochmal abernten und nochmal füttern. Oh, der Junge hat echt was zu tun. Baumwolle, davon habe ich nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, ob wir es noch großartig brauchen werden, aber safe is safe. Man weiß ja nie.
So, und jetzt wäre gut. Ah, komm, trink mir noch mal eine Milch. Ah, super. Wer gut arbeitet, darf auch gut essen. So, was brauchen wir denn für den Hammer? Level 3. 3 Silber. Ja, super. Das kann ja heiter werden. So, was brauche ich für den Fruchtcocktail? Erstmal gucken, was wir haben. Okay, Fledermausflügel, ja, das ist halt random. Das bedeutet, wenn uns keine Fledermäuse angreifen, kriegen wir keine Fledermausflügel. Löwenzahn, später. Öl kriegen wir jetzt hin. Saft. Den Schmiedehammer kriege ich hin. So, dann haben wir das schon einmal. Wunderbar. Und dafür brauchen wir noch Ankbären, die kriegen wir aber noch nicht hin. So, Metall ist ganz gut. Ich brauche viel zu viel Silber. Weil, wie gesagt, ich brauche 2 Silberbarren. Das sind 10 Silbererze. Und dann brauche ich nochmal 10 Silberbarren für den Kristallaltar. Und der Kristallaltar, ja, 10 Silbererze, 10 Silberbarren. 50 Silbererze. Ja, super. Das könnte eine Fledermaus sein. Nee. Warum greifen immer nur die an? Die sind doch stinklangweilig. Das ist doof. Das ist ein bisschen blöd, dass das eine Quest sich jetzt so ein bisschen davon abhängig macht, dass wir einfach von Fledermäusen angegriffen werden müssen. Ach, das ist ärgerlich. Das ist nicht so cool. Ah, super. Endlich mal Silbererz. Miedersilber und Gold und Dingsbums und hast du nicht gesehen. Das ist schön. Muss eigentlich nur noch der Goliath kommen, dass er uns das Dingsbums leer macht. Jo, aber ich mache erstmal den Hammer. Ich glaube, der Kristallaltar ist jetzt nicht ganz so wichtig. Den kann ich vielleicht auch mal nochmal abgrasen. Ja, 2 Stück, das sollte eigentlich gehen. Ne, hier war das, glaube ich. Hier habe ich am meisten gefunden. Na, komm schon. Ja, Silber. 1 noch. So, Bram. Habe zumindest das Öl für dich. Baum hast du nicht dabei. Bitteschön, Bram, die 3 Flaschen Öl, die du beim Herr Locke bestellt hast. Sehr lecker. Diesen vergesslichen Zauberer brauche ich nicht mehr. Dein Öl schmeckt viel besser. Alles klar. Ja, Larven kann ich von dem kaufen. Das kann ich hier verkaufen. Die Eier wolltest du ja haben. Ansonsten passt das. Ich brauche noch 1 Silber. Oh nein, ich bin so erschöpft. Ach, Arco. Arco Draco. Marco Larco. Du Sarko. Fahrt. jo, das läuft alles. Gehen wir nochmal eine Runde pennen und dann gucken wir mal. Wo wohnst du, kleiner Prinz?
Das werde ich dir nicht sagen. Du bist nämlich so richtig böse. Ich mag die Albträume von der... von der fiesen Stimme nicht. Jo, ich brauche noch ein bisschen... Silber. Mindestens einmal noch. Komm schon. Nicht Metall, Silber. Gut, Metall brauche ich auch, aber... Oh, komm schon. Super. Wunderbar. So, Werkstatt. Wunderbar. Wunderbar. Und hier den Hammer noch auf Stufe 3. Ich habe nicht genug Material. Nein, ich brauche 3 Silber. Oh, ist das mies. Ist das mies. Nee. Wieso? Ach komm schon. Warum muss Silber so... Kann ich nicht einfach Gold dafür nehmen? Naja, Gold ist nicht so ein gutes Material. Yay, 1 Silber. Lass mich raten, sind entweder... Na, Pflanzen. Die will ich aber jetzt nicht. Ja, gegen die Hacke sind sie empfindlich. Na, machen aber nicht gut. Nicht viel Aua. Ja, was bringt's? Ich kann auch keine... Ich muss erst noch das eine Dingsbums fertig machen. Das ist das Problem. Das stackt jetzt alles ein bisschen. Das ist das Problem an Dayland. Ich meine, jedes Spiel braucht eine Macke. Und zwar, sage ich ganz ehrlich, wenn wir diese Quest und diese Quest haben, gibt ihr uns aus Dank, geben die Angst uns aus Dank, halt diese Ankbären, die können wir dann hier einsehen. Damit können wir dann den Fruchtsaft machen. Dadurch, aus Dank, zeigt ihr uns, wie man Blumentöpfe macht, worüber wir dann Löwenzahn anbauen können. Und deswegen stackt das jetzt alles so ein bisschen. Bedeutet, hängt eigentlich hier an dieser Quest, weil wir keine Fledermausflügel haben. Ja, so funktioniert das Spiel so ein bisschen. Und das ist ein bisschen problematisch, weil die Monsterangriffe leider random sind. Von daher muss ich gucken, wo ich diese Fledermausflügel herkriege. Monster, die bei Nacht angreifen, könnten Fledermäuse sein, aber irgendwie... Ach, ärgerlich. Oder gibt ihr die uns, wenn wir den Hammer haben? Das wäre natürlich ganz nice, wenn das nämlich so anfangen würde. Aber das Problem, wir können es nicht kontrollieren. So, ich brauche auf jeden Fall Weizen. Und davon habe ich nämlich nur noch 3 Stück. So, okay, das läuft, das läuft. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch Silber haben. Oh, super, 2 Silber. Na komm. So, Bomm. Nein, 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 nein. Yuki! Bomm klaut nichts von dir, oder? Miau, wir wollten nur deine Aufmerksamkeit erregen. Miau. Aber sprich leise. Psst. Ich habe ein Zaubertrankbuch vom Schiff des alten Mannes geliehen. Unsichtbarkeit für Kinder, so heißt es. Unsichtbarkeit, das ist eine fantastische magische Kraft. Psst, werd nicht zu laut, sonst werden wir entdeckt. Es ist ein Rezept für einen Trank. Bomb kann von Natur aus unsichtbar werden, darauf war ich schon immer sehr neidisch. Mit diesem Zaubertrank können wir beide unsichtbar sein. Ich teile das Rezept mit dir, wenn du mir hilfst, den Trank zu brauen, aber sag den Zauberern nichts. Super, ich mach's einfach. Ich kaufe den einfach von dem Alten. Und ich kaufe noch einen Silberbarren. Drauf geschissen. So, was will der Alte denn haben? Gold. Oh ja, das kann er von mir aus gerne haben.
So, oh, komm schon. Der Trank. Hier, bitteschön, aber trinke ihn vorsichtig. Gluck, gluck, gluck. Ich bin unsichtbar. Wo bist du, Yuki? Ich kann dich nicht sehen. Hey, du klaust doch nichts, oder? Yuki? Hoppla, die Wirkung hat nachgelassen. Na gut. So, so, den Hammer jetzt fertig bauen. Yeah, Wasserturm, Feuerstelle, wunderbar. Jetzt kann ich die Feuerstelle bauen und den Wasserturm. Weißt du was, das mache ich auch. Ich kaufe nochmal einen Silberbarren. Dann baue ich den Wasserturm. Den baue ich hier hin. Neues Rezept, wunderbar. Dann kann ich nämlich das hier zerstören. Krieg die Materialien wieder. Hier kann ich nämlich jetzt 10-mal Wasser abernten. Und ich zeige euch das mal, was es auch noch für ein Dingsbums hat. Du siehst hier, die Wasserquelle hat ungefähr diese Reichweite. Ja. So, weiter geht nicht. Normaler Brunnen hat auch nur so eine gewisse Reichweite. Das geht, ist auch nur recht klein. Wo ist denn der Brunnen jetzt hin? Hier. Maximal so weit. Aber der Wasserturm, der hat natürlich eine viel größere Reichweite. Kannst du mal sehen. Bis hierhin geht's. Das ist schon mal super, deswegen ist es gar nicht mal so unklug, den zu kaufen, den zu bauen. Vor allem kann ich dann auch wie heißt es, kann ich dann auch den Eimer auf Stufe 3 bauen. Weiß nicht, was der bringt, aber was... Was war am Hammer? Warum greifen denn diese Kackwölfe an? Fledermäuse wären schön. Ach. Na gut, kann man nichts machen. Mine, Wasserturm, Feuerstelle. Die Feuerstelle müssen wir auch bauen. Dann können wir nämlich auch die Fackel auf Stufe 3 basteln. Das ist nämlich der Unterschied. Und dann läuft das nämlich alles auch viel einfacher ab. So, gut. Fackel ist halt auch wieder so ein Ding. Das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich auf Stufe 3. Aber was wir freigeschaltet haben, haben wir freigeschaltet. Das ist gut fürs Let's Play. Jetzt merke ich aber auch, ich bin schon wieder in Überlänge. Von daher macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.